Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Vor einem Jahr und drei, vier Monaten bin ich eingezogen bei mir. In meiner neuen Wohnung, in meiner ersten eigenen. Und ja, jetzt erst habe ich es geschafft, meinen, ich nenne es mal, Arbeitsplatz fertigzustellen. Das Setup ist komplett am Start und ich werde euch einfach mal alles vorstellen, mit was für Mitteln ich so arbeite, welche Produkte ich verwende und so weiter und so fort. Also das komplette Setup. Ich fange aber erstmal an im Wohnzimmer, da wo ich die meisten meiner Videos aufnehme. Meine Kamera, die ich eigentlich zu fast schon einem Drittel verwende, ist das Samsung Galaxy S8, was bald durch ein S9 ersetzt wird. Ich habe da zum Glück jemanden, der mir ein bisschen was dazu gibt. Also eine Firma, da ist es ganz angenehm, immer das Neueste zu haben. Ist mir ehrlich gesagt lieber als iPhone, weil ich damit persönlich mehr machen kann und es ist einfach einfacher. Ein Handy ist für mich ein Arbeitspferd und nicht ein Designprodukt. Aber keine Angst, ich habe auch ein iPhone, für die, die es interessiert. Gehört auf jeden Fall dazu. Wenn man mal fein rausgeht oder so. Diesen Ort kennt ihr alle. Das ist der kleine Schrank, auf dem ich meine ganzen Boxen auspacke, Produkte und ähnliches. Der ist einfach wirklich perfekt von der Höhe und so. Ja, ich bekomme bald einen, Wohnzimmertisch, auf dem wir dann sicherlich einiges ausgepackt, denn der ist wirklich ein sehr schönes Stück, aber das dauert noch einen Moment. Solange wird das alles hier passieren. Dann wird beleuchtet mit zwei Valimex Pro LED Sirius 160 B-Color. Die haben zusammen 319 Euro gekostet bei Amazon. Das tat natürlich ein bisschen weh. Ich meine, über 300 Euro für Lampen ausgeben. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung, die ich schon hätte eher fällen sollen. Denn hier kann man einfach nur auf eine Art und Weise das einstellen. Das ist Wahnsinn. Guckt mal, also das ist einfach nur das Licht jetzt hier. Es ist viel Licht, es ist hell. Wie das jetzt so aussieht hier in der Kamera. Jetzt mache ich einfach mal die Lampe an und die andere. Das Bild hat sich jetzt wirklich um 1000% verbessert, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist einfach der wichtigste Aspekt, was Videoqualität angeht. Und das ist jetzt nur ein Handy und die Videoqualität so ist ja schon wirklich wunderbar. Das Licht ist einfach das Wichtigste. Da kann man hier einstellen, wie hell die Lampe ist und wie die Lichttemperatur ist, von 3000 bis 5500 Kelvin. Das ist halt das Wichtigste. Ich drehe es mal nochmal runter. Das ist jetzt warmes Licht. Das ist jetzt, sage ich mal, normales Licht. Und das ist halt dieses extrem kalte, weiße Licht, was dann in den Videos die Farben der Produkte und der Dinge, die eben beleuchtet werden, einfach zu 100% natürlich aussehen lässt. Und das ist einfach Gold wert, wenn man solche Videos macht. Und auf jeden Fall sind diese Leuchten ihr Geld wert. Die sind auch relativ stromsparend, was das Ganze angeht. Haben wir noch solche Kabel und Fernbedienung dabei. Wenn man das verwenden möchte, nutze ich aber persönlich überhaupt nicht. Ist aber nicht so schlimm. Bei mir stehen sie ja nur hier rum. Aber damit kann man sich auch selbst beleuchten, ohne dass es so extrem blendet mit dem Milchglas. Und ja, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Mit den Dingern hatte ich noch absolut keine Probleme. Sehr gut leuchten, kosten halt etwas viel. So, meine Kamera, die habe ich jetzt schon länger. Ich habe damals von Felix Bahr, also Felix kennt ihr ja alle, von Technik-YouTubern in Deutschland, einer der größten nach Alexi Bexi. Und der hat hier die Lumix G70 mal reviewed und zum 200.000 Abo-Special verlost und so. Und die habe ich mir vor 589 Euro oder so gekauft damals. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, glaube ich 2 Jahre jetzt. Ich hatte damals eine Pentax, ich weiß gar nicht mehr das Modell, tut mir leid, Spiegelreflexkamera, die hat 900 Euro gekostet, die habe ich zum Glück für 600 wieder verkaufen können, deswegen hatte ich so gut wie keinen Verlust dann, weil ich die über ein Jahr hatte und dann halt das Geld mit den Videos wieder drin hatte. Da hat sich dann für mich gelohnt, aber ich bin jetzt mit dieser Kamera viel glücklicher als mit einer Spiegelreflex. Meine nächste, also die ich mir wirklich gerne kaufen will, ist die Alpha, also von Sony, die Alpha AS7 R2 oder wie die heißt, genau. Die kostet aber über 2.500 Euro und da muss ich halt wirklich noch einiges sparen. Ich habe jetzt, wie ihr dann gleich im Laufe dieses Videos erfahren werdet, eine ganze Menge Geld gelassen in den letzten paar Tagen. Und deswegen, ja, wird jetzt eisern gespart. Ja, 2.500 Euro, wow. Aber dann, dann geht's richtig los. Nee, Spaß, aber man kann auch mit dieser Kamera sehr gut arbeiten, obwohl ich ein mageres Mindestobjektiv habe hier. 14 bis 42 mm Standarddings, aber ihr kennt ja meine Videos, die ich normalerweise mache, hier die Unboxings und so. Ich bin wirklich der Meinung, oh, ich habe schon wieder den Akku nie runtergenommen. Mann, ich bin aber auch so ein Dussel, der immer alles vergisst. Aber das kennt ihr bestimmt auch.
Ihr kennt ja die Qualität von meinen Videos und da bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Also die ist schon gut. Und die Tonqualität der Kamera auch. Da muss ich nicht mal ein externes Mikrofon verwenden. Ich denke, man kann wirklich mit relativ, das ist nicht teuer, 599 Euro für eine Kamera, die hält wirklich jahrelang, hier ist kein Kratzer dran. Wenn man die auch noch ordentlich behandelt, dann kann man die auch locker wieder für mehr als die Hälfte weiterverkaufen. Und das ist eine sehr lohnende Investition, einfach mal eine ordentliche Kamera sich zu kaufen und nicht da zu sparen. Hier kann man das Display so schön drehen. Mit 4K kann man sogar aufnehmen, das mache ich aber persönlich nicht. 4K ist für mich immer noch nicht so richtig angekommen. Ja, ich denke, da sind wir uns alle einig, oder? Legt ihr Wert auf eine 4K-Auflösung? Habt ihr überhaupt einen 4K-Monitor? Also ich nicht. Und ja, mit 1080p, alles wunderbar. Bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem guten Stück. Dann steht das alles auf einem Stativ hier. Das ist von Rollei. Das ist relativ kompakt zusammenzufalten. Hat ungefähr 90 Euro gekostet. Habe ich mir mal gegönnt vor ungefähr 2 oder 2,5 Jahren. Bin ich sehr zufrieden mit so einem schönen Kugelkopf hier. Das war mir sehr wichtig. Ja, ich hatte noch ein anderes von Kuhlmann. Das habe ich aber im Suff in der Straßenbahn stehen lassen, nachdem ich mit meinem Vater das Whisky-Unboxing gemacht habe. Also diese Whisky-Verkostung, das Video kennt ihr vielleicht noch. Und danach bin ich nach Hause gefahren und habe das in der Bahn vergessen. Das ist echt doof. Jetzt habe ich kein Zweitstativ mehr. Aber was soll man machen? Das hat zwar nichts mit Technik zu tun, aber ich denke, ihr wollt es trotzdem sehen. Das ist meine Schlange. Sie heißt Merlin, eine Königspython. Circa ein Jahr und... die ist im Dezember. Nee, wann wird? Nee, jetzt habe ich es vergessen. Ich bin in Dussel. Nee, doch, die ist ungefähr ein Jahr alt. 90 cm lang, die liegt hier im Terrarium und da geht's auch gut. Also, bin ich nie ganz so alleine. Und ich habe noch eine Maus, die heißt Henry. Hierüber wollte ich eigentlich erst gar nicht sprechen, aber ich denke, das interessiert euch trotzdem. Hier ist nämlich alles noch gar nicht fertig. Guckt mal, hier sieht's aus wie Sau. Ich bekomme bald noch einen Schrank, da kommt dann der ganze Kram, der hier rumsteht, rein. Und der Tisch hier und das Sofa, was bald kommt, ich weiß ja. Kein Zustand, aber egal. Es ist kein Wohnzimmer, es ist einfach nur unfertig. So, ich will es aber halt trotzdem mal zeigen, weil eigentlich schon alles da ist. Ein paar alte Technik-Lautsprecher sind hier, sozusagen meine Heimkinoanlage. Die hat mein Vater sich 1989 mal gegönnt. Das war damals wirklich das Beste, was es gab, so ungefähr. Hier in dem Osten Deutschlands, feines Zeug. Custom One Pro von Biodynamics sind meine Kopfhörer, die ich eigentlich immer gerne verwende. Die haben halt wirklich eine super Qualität, auch super Klang und so, stehen hier auf einem schönen Ständer. Die Wii und die Xbox 360 waren in der Fanpost, das habt ihr aber vielleicht schon gesehen. Auf jeden Fall, danke, das ist echt krass. Die habe ich auch immer noch nie angeschlossen, ich bin einfach noch nie dazu gekommen. Hier ist es halt auch noch nie so wirklich schön, dass man sich hinsetzt und zocken kann, deswegen, ja. Die ganzen Spiele hier von der Xbox waren auch in der Fanpost, das ist einfach nur geisteskrank. Technics Receiver, Verstärker hier, der auch original war zu den Lautsprechern, den benutze ich hier. Um die zu betreiben. Ein geiler Klang, einfach sehr, sehr geil. Ich hatte damals in meiner alten Wohnung, also wo ich bei meinen Eltern gewohnt habe, da konnte man noch lauter machen. Da hatte ich riesen JBL-Lautsprecher. LX400 oder wie die heißen. Boah, krass. Die waren so heftig. Ja, die waren ungefähr 3-4 Mal so groß wie die hier. Aber das kann ich hier leider nicht mehr verwenden, weil das einfach zu laut ist für die Nachbarn. Dann habe ich eine normale PS4 Slim in Terabyte und eine PS3. Ein paar Spiele hier, das Übliche halt. Und ein LG-Fernseher, 55 Zoll, den habe ich mir mal für ungefähr 600 Euro gekauft. Das ist eigentlich relativ gut, weil vor allem das, ich glaube, 4 Jahre schon her ist. Das habe ich mir, ja, das ist fast, nee, ja, 3,5 Jahre, den habe ich mir von meinem ersten von den ersten beiden Ausbildungsgehältern damals gekauft, wo ich bei Edeka meine Lehre gemacht habe. Ja, und seitdem leistet der mir wirklich gute, sehr, sehr gute Dienste. Super Bild, Smart TV, alles, kann man schön YouTube schauen und alles Mögliche machen. Ja, bin sehr zufrieden. Und Blu-rays, DVDs gucke ich halt immer über die PS4 und dann kann man nach Amazon Prime schauen, aber das Sofa fehlt halt momentan. Deswegen gucke ich eigentlich so wie alles, was ich anschaue, von Sendungen oder Videos am PC drüben. Ja, und dann habe ich hier ein Schulterstativ. Das ist für Musikvideos und so. Die werden auch demnächst mehr kommen, da ich ja jetzt meinen neuen PC habe. Da kann ich endlich mal mehr schneiden. Aber dazu dann später gleich mehr. Das ist auch ein schönes Ding auf jeden Fall. Richtig schön. Ja,
Die ganzen Produkte, die ich hier zeige, also so gut wie alle, die es auf Amazon gibt, die habe ich in der Beschreibung verlinkt. Wird eine lange Liste sein, ein bisschen Arbeit, aber ja. Weil ihr sicherlich danach fragen werdet, wo ich das alles her habe. Aber ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet hat. Ich glaube 79 Euro, um genau zu sein. So, dann habe ich hier noch so ein normales halt für die Kamera, was ein bisschen kleiner ist. Ein mageres Mindestschwebestativ. Ist aber auch manchmal ganz gut, wenn man nie so viel Platz hat für so ein Riesenteil hier. Handy-Stativklemmen, wenn es mal noch kompakter sein muss, kann man einfach hier drauf, dann das Handy hier drauf machen, dann mal schnell irgendwas aufnehmen, wenn man es braucht. Da habe ich auch noch einige. Ein Einbein zum Fotografieren. Ein Video mit Go, das benutze ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Da kann ja nicht schaden, mal ins Start zu haben, falls mal irgendwas ist. Kameratasche. Mein Bär aus meinem eigenen Fanshop. Ich liebe mich einfach selbst. Ich bin ein absoluter, keine Ahnung, wie man sowas nennt. Idiot. Das war auch in der Fanpost damals. Einfach nur schön. Den haben wir mich gemacht. Ein paar Urlaubserinnerungen. Das, warum zeige ich das eigentlich? Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja, das ist ja nur Ausrüstung hier. Jo, nochmal ein kleiner Shoutout an Tanzverbot. Und dann geht's wieder ins, ach nee, ja, die Schulsammlung kann man nochmal zeigen. Ja, das ist alles interessant. So sieht's halt bei mir aus. CDs. Ich behalte immer aus den ganzen Deluxe-Boxen, die ich auspacke, die CDs. Die stelle ich mir immer ins CD-Regal, deswegen hat sich diese Sammlung hier zusammengetan. Hier geht's gerade neu los mit dem CD-Regal. Hier sind ein paar Produkte, die ich demnächst vorstelle. Das ist voll mit CDs. Und ja, das sind halt Blu-Rays. Das sind CDs. Und DVDs, Blu-Rays. Hier sind ein paar Bücher und so. Und hier ist halt die ganze Technik, die ich so habe. Die so ansammelt zum Vorstellen. Dann lagern hier halt immer die neuen Dinge, die als nächstes vorgestellt werden, so zum Beispiel die Action-Cam oder so ein Zeug hier. Ja, ist auf jeden Fall ganz cool, die ganzen Aufkleber, die ich immer bekomme. Kabel. Ja, Powerbanks. Ich habe eigentlich für alles einen eigenen Schieber. Und der ganze Schrank ist voll mit Technik, hier steht und alles rum. Ihr seht ja, wie es hier aussieht. Es ist wirklich noch kein Zustand. Aber auch das bei uns immer wird noch schöner. So, jetzt gehen wir aber mal zum richtigen Arbeitsplatz. So, hier das Autoplay hat anscheinend hier schon das Richtige ausgewählt für den Hintergrund. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ja, doch, links. Also die Alexa ist halt mein Wecker. Nee, alles gut. Nie angehen. Und das war's eigentlich auch schon. Ich habe mir die damals gekauft wegen dem Hype, mehr oder weniger. Aber so richtig lohnt sich das nicht für mich. Ich habe nicht so ein Smart Home Zeug, dass ich kann das Licht noch selber anschalten. Also das ist meine Einstellung so. Das, aber es ist wirklich sehr geil, vom Bett aus das Ding anschalten zu können, den Wecker stellen zu können und dann auch halt Snooze machen zu können und einfach dann sagen, Alexa, stopp, und dann ist Ruhe. Das ist wirklich geil. Also das muss ich echt mal sagen, da kommt nichts dran an. Die Lampe hat mir meine Freundin geschenkt zum Geburtstag letztens. Ein Drucker habe ich hier, Brother, der kostete ungefähr 140 Euro. Der war eigentlich wirklich immer sehr gut. Hier ist aber auch was, ein kleiner Defekt ist hier dran. Ich muss da mal was machen, aber das ist auch so eine Sache, die man immer vor sich her schiebt. Seit einem halben Jahr oder so habe ich hier nichts mehr richtig gedruckt. Der muss halt mal gereinigt werden, beziehungsweise mal nachgefüllt werden. Aber das, ich muss das in Angriff nehmen, ich weiß. Aber ich weiß auch, dass ich es so schnell nicht machen werde. Naja, ihr kennt das. So, dann habe ich hier Laptops. Das ist ein uralter, aber ein relativ großer. Habe ich mal günstig bekommen. Hier ein kleiner von Asus, also diesen Alt-3 von Asus. Der hat ungefähr 199 Euro gekostet. Den nehme ich halt immer mit, wenn ich irgendwo hingehe. Und halt mal Arbeiten verrichten muss, wenn ich in Urlaub gehe oder irgendwo auf eine kürzere Reise, einen Trip. Da bin ich mir halt, wie soll ich das ausdrücken? Der hier in der Mitte, das ist ein Ultrabook von Asus auch, der hat fast 1000 Euro gekostet und den nehme ich halt nie irgendwo hin mit, weil ich da entweder Angst haben muss, dass der geklaut wird oder kaputt geht oder ähnliches, und da habe ich halt nie so eine große Angst bei dem. Das ist halt der einzige Grund, warum ich noch den habe. Und ja, die MX Master Logitech Maus dazu, feine Sache. So, hier ist mein alter PC, den verwende ich aber immer noch, um jetzt hier Videos zu schauen und so. Also mir den ganzen Tag Videos, Filme reinzuziehen mit dem Bildschirm hier. Der hat 32 Zoll von LG, der hat 179 Euro gekostet oder so mal. Das ist aber auch schon eine Weile, ja. Habe ich jetzt schon eine Weile das Setup. Dann hier eine der besten Webcams, die man so finden kann von Logitech. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Oh, aber das ist nicht scharf hier, was soll denn das? Ah, okay.
Aber die sollte man eigentlich kennen. Ich glaube C720 oder so ähnlich. Ja, was auch immer. Und ja, den PC habe ich mir halt vor geschätzten 5, 6 Jahren gekauft. Also ich glaube 6 Jahre. Weiß ich gar nicht mehr. Und der hat 399 € gekostet, hat 8 GB RAM, 1 TB Speicher, DVD, nichts weiter, also nichts Besonderes. Ja, damit konnte ich auch nie wirklich gut Videos bearbeiten, wenn ich mit meinem Handy ein Video schneide. Es dauert ungefähr, ja, ich sag mal, 5% von der Zeit, wie der PC braucht, das Video zu rendern, mit meinem völlig veralteten Programm, wie heißt das hier? Magix. Genau, Magix Video Deluxe 2015 Plus habe ich nämlich hier drauf. Und für Make Video Converter halt die Klassiker. Da muss ich sagen, ja, das ist halt. Also wenn ich ein Video rendere, was in eine Viertelstunde geht, in Full HD halt mit meiner Kamera aufgenommen, dann wenn das in 1080p rendere, dann dauert das 3 bis 5 Stunden. Kommt drauf an. Das ist kein Witz, das zu rendern. Und beim Schneiden, da ruckelt das eben und alles. Und ich dachte mir einfach, Alter, scheiß drauf. Da muss ein neuer PC her. Dann zeige ich euch gleich nochmal hier dann halt eine Festplatte. ED4 Lautsprecher, das sind die Luna Eclipse. Die sind absolut nice. Sehen sehr geil aus. Haben hier so eine Bassreflexmembran drin. So ein geiles Design und richtig geiler Sound auf jeden Fall. Ja, damit schauen wir halt Filme, weil der relativ groß ist hier vom Bett aus. Auf jeden Fall ein Genuss und halt YouTube-Videos den ganzen Tag und ja, das ist halt dann das Arbeitsgerät hier und der ist halt das Konsumieren von der Arbeit, die andere geleistet haben sozusagen. Dann habe ich ein Mikrofon hier, das Rode NT, wie ist das, NT1A, genau, absoluter Klassiker, das habe ich aber schon seit 7 Jahren oder so, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, das habe ich mir ganz früher schon gekauft. 5, 6 Jahre, weiß ich jetzt gar nicht genau. So ein kleines Stativ hier, damit ich es auf den Tisch stellen kann. Ich brauche noch ein kürzeres Kabel, weil das nervt immer. Ziemlich hart. Für Voice-Overs oder Musik. Ich habe auch schon das ein oder andere aufgenommen, eher so als Spaß, aber da soll auch in Zukunft mal etwas mehr kommen. Ja, da überlege ich mir, ob ich hier Audacity City einfach verwende oder mir irgendwas anderes kaufe, aber ich glaube, da lohnt sich die Investition für mich persönlich nicht so sehr. Ja, also stimmt, Audacity City muss ich gleich noch installieren hier. Ganz vergessen, das lade ich mir gleich noch runter. Jo, dann habe ich hier eine Tastatur von Eastern Tech Times oder wie die heißt, die kostet ungefähr 70 Euro, die wurde mir damals auch gesponsert. Das ist natürlich sehr nett. Die leuchtet eigentlich, ich weiß gar nicht, warum die überhaupt nie leuchtet. Warum leuchtet die nicht? Boah, ich habe einfach keine Ahnung, wie man das jetzt einschaltet. Jedenfalls leuchtet die auch, sieht einfach nur schön aus. Und ja, alles Metall. Ich finde die echt nice. Schönes Ding. Und ja, das sind übliche Sachen, die man braucht. Camcorder, Taschenrechner. Die Kopfhörer hier von Anker Solo Liberty, die sind einfach nur geil. Das Review kommt auch bald. Absolut nice. Kleine Powerbank, also immer so Sachen, die man mal schnell einstecken kann, wenn man irgendwo hingeht. Dann hier so die Kabel, die ich halt immer brauche für die Handys zum Anschließen, wenn ich mal irgendwas aufgenommen habe und die Dateien auf dem PC brauche. Hängen auch immer gleich bereit. Jetzt habe ich vergessen, Flugmodus reinzumachen. Jetzt hat mich irgend so ein Heini angerufen. Jetzt kann ich das Video leider nicht in dem Stück hochladen, aber na toll, ja, da kommt es halt später. Muss ich das nochmal rendern? Was soll's? ja, wo war ich denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ja, das ist eine Powerbank. Ladeadapter, so Zeug, was man braucht. Speicherkarten, Fernbedienung für diese Lautsprecher hier, also die roten. Und ja, so ein USB. Vervielfältigungsgerät von Anker. Die Produkte, die alle hier von Anker sind übrigens, die haben sie mir damals geschenkt noch, als sie mit mir kooperierten. In diesem Video hier erfahrt ihr, warum diese Kooperation aufgelöst wurde. Das heißt, ein kleines bisschen auf einem Zweitkanal zu finden. So, haben wir hier hinten ein Audio-Interface von Behringer, das Xenix Q802. Das habe ich auch schon 1000 Jahre, das habe ich mir damals zusammen mit dem Mikrofon gekauft, bei Behringer. Ich weiß nicht, was es kostet. Das Mikrofon hat damals 170 Euro gekostet und das hier ungefähr 50 oder 60. Ja, auf jeden Fall ein feines Ding. Sieht aber auch schon ganz schön beschissen aus und ist ein bisschen verranzt. Das sollte mal ein bisschen gereinigt werden. Aber hat immer sehr gute Dienste geleistet und das, was da rauskommt, Mikrofon und Interface, war vom Ton her immer richtig, richtig gut.
So, dann haben wir hier einen 27 Bild Zoll Stürm, Alter. Was wollte ich jetzt sagen? Einen 27 Zoll Bildschirm von Samsung, der 189 Euro gekostet hat. Ist jetzt auch seit 2 Tagen in meinem Besitz. Und was, seit 2 Tagen? Was quatsch ich eigentlich? Der kam vorhin an. Ich habe das heute Morgen alles aufgebaut. Ich quatsche wirklich nur Müll. Und ja, der ist curved und ziemlich geil. Also passen gut zusammen. Schön, die Lautsprecher, die habe ich mir mal für die Hälfte, die kosten ja eigentlich 399 Euro, die von Kefir. Kefir ist ja wirklich eine ziemlich teure, aber auch sehr, sehr gute Firma. Die habe ich damals für die Hälfte bekommen, für ungefähr 200 Euro. Da musste ich die mir einfach gönnen. Und jetzt habe ich endlich meinen richtigen Verwendungszweck für die. Die waren damals immer in meiner Küche zum Musik hören. Da habe ich ja jetzt von GGMM so einen Lautsprecher auf der Mikrowelle. Die haben einfach einen Klang. Das ist einfach nur perfekt zum Schneiden von Videos und Anhören von Stimmen, beziehungsweise aber auch von Musik, weil hier liegen diese sehr hochwertigen Hochtöner in der Mitte von Tief-Mitteltöner. Und da kommt der Klang einfach perfekt rüber. Die klingen auch sehr, sehr gut. Aber die sind halt, was das angeht, einfach noch besser. Die kosten natürlich auch das Dreifache von denen. Die kosten ungefähr 150 normal und die kosten halt 400 Euro normal. Deswegen ist schon krass. Geht's jetzt nicht? Geht denn der Ton nicht? Alter. So, war aus. Ich will es euch mal zeigen. Die kriegen auch gar keine Arbeitserlaubnis. Die müssen ja Drogen dealen und so. Danke, danke. Das ist rechtes dummes Geschwätz. Die Ausschreitungen im sächsischen Heidenau verurteilt wurden. Wow. Okay, das passt jetzt überhaupt nicht rein, aber jedenfalls, der Ton, der klingt. Das muss man alles hören. Auch von der Musik her, die gehen auch richtig laut. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl. Cave Egg heißen die, also so wie das Ei. Aber ja, die sind halt auch ein bisschen größer. Von den Dimensionen her. Und ja, Tastatur ist hier eine Logitech G105, absoluter Klassiker, relativ günstig, habe ich aber auch schon sehr lange. Jetzt halt noch übrig, deswegen habe ich mir jetzt keine neue gekauft. Und hier ist eine uralte Maus, die war aber auch mal richtig gut damals. Ist bestimmt 10 Jahre alt oder so, das ist die Logitech G500 mit Gewichten drin. Schönes Ding, was ist denn jetzt hier los? Okay, jetzt habe ich das Video. Nee, das ist Jesus. Oh, hier kann man ja auch mit der Maus das alles skippen. So, jetzt sind wir, glaube ich, wieder da, wo wir hin wollten. Im Nichts. Was soll denn das? Okay. Ja, okay, gut. Das ist für meinen Kanal. So, dann haben wir hier den PC und auf diesem PC stehen ein paar sehr, sehr schöne Kopfhörer, die ich benutze, wenn ich hier Musik aufnehme. Oder halt Ruhe geben muss hier, wenn meine Freundin im Bett liegt und schläft und ich hier was noch arbeiten muss, kann ich das dann über die Lautsprecher abspielen. Dann nutze ich halt die von Sennheiser. Wie war denn das Modell? Keine Ahnung. Die kosteten aber auch eine Menge Geld. Das waren, glaube ich, 180 Euro damals. Die sind aber auch wirklich geil. Das sind einfach Kopfhörer, nicht zum Musik hören. Die haben auch ein relativ gutes Mikrofon dran, wenn ich mal hier irgendwie Skype oder ähnliches, was ich aber eigentlich nie mache, also sind aber halt zum Aufnehmen sehr gut, weil die der Ton ist absolut unverfälscht, da ist relativ wenig Bass und so, der Klang ist dünn, aber halt echt und ich höre genau das, wie das dann im Endeffekt klingt. Die sind halt nicht so zum Musik hören in der Bahn, sondern halt wirklich genau für solche Aufgaben gemacht und halt in dieser Stelle auch perfekt. Jo, dann ist hier der PC, den ich mir jetzt gegönnt habe von Megaport. Da habe ich lange überlegt, was jetzt genau ich mir erwerben werde. Ich wollte ja jetzt erst so einen von HP haben. Den Omen, der war so geil, aber diesen viereckigen, diesen Kubus, diesen Würfel-PC, den kennt ihr ja, der kostet mir aber ehrlich gesagt zu viel. Der musste ja für eine gute Version fast 3000 Euro hinlegen und das ist mir echt zu doof. Jetzt haben mir wieder 1000 Leute gesagt, ich soll das selbst zusammenbauen und so, aber nein, ich möchte einfach keinen PC selbst zusammenbauen. Ich wollte mir immer einen fertigen kaufen und ich kann ja mit meinem Geld ehrlich gesagt machen, was ich will. Und da habe ich mir einfach für diese entschieden. Ja, auch wegen dem Design, weil der einfach nur verdammt geil aussieht. Ich meine, Geschmäcker unterscheiden sich, aber seht euch das Ding mal an, Alter. Das ist, boah, das ist eine komplette Glasfront. Einfach nur schön. Wie leise der ist. Und so teuer, also so überteuert ist der auch nicht. 1199 Euro hat er gekostet.
Und man hat hier 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher, 1 TB RAM, eine SSD, ich weiß gar nicht, wie viel Gigabyte, ich glaube 256, das übliche halt, und 500 Watt Netzteil, feinste Kühlung, ihr seht da selbst diese LEDs, das Design an sich ist auch ziemlich nice, USB 3.0 vorne, also ja, ist ein schönes Ding. Also ich bin sehr zufrieden. Achso, hier die Grafikkarte ist eine Nvidia GTX, oder wie das heißt, ich kenne mich mit dem Mist nicht aus, ich bin auch nie so ein Nerd, ich bin eher so ein anderer Typ, Mensch. Die ist mit der 60 am Ende. Es gibt ja eine 60, 70 und 80. Mir reicht aber die, weil ich damit nicht zocke. Ich will damit eigentlich nur Videos rendern und bearbeiten und halt Töne, also Musik aufnehmen und halt Videos bearbeiten. Und mehr mache ich mit diesem Ding eigentlich auch nicht. Hier wird kein Blödsinn damit getrieben, Pornos geguckt oder Filme gestreamt. Dann müllt man sich nämlich den PC vollkommen zu und dann sieht das irgendwann, wartet mal, ich will es euch nur zeigen, so aus, dass man halt das die kompletten Laufwerke zumüllt und ja, das ist dann halt scheiße. Ich meine, ich habe das jetzt hier freigemacht, gerade weil ich alles auf die Festplatte hier, auf die externe gezogen habe, aber ja, dann überall diese nervigen Dinger, dann wenn man hier irgendwas Neues öffnet, dass man dann so ein... Ihr kennt das doch. Nee, das ist das Falsche. Was wollte ich jetzt... was kann ich jetzt mal eingeben? Max. Nee, was... Oh, Mann, ich will euch nur mal zeigen, was ich meine. Genau. Da kriegt man diese nervigen Dinger, irgendwelche komischen Suchmaschinen, die man da einfach nie viren, die ganze Kacke. Dieses Ding ist auch schon wieder verseucht. Es ist einfach so. Ihr versteht aber auch, denke ich, was ich meine. Und, ja, mit dem wird halt kein Schindluder hier getrieben, denn der bleibt clean, hier kommt ein Virenprogramm drauf und so weiter, hier wird nur YouTube verwendet und halt sinnvolle Seiten. Als nächstes wird jetzt erstmal hier Outer City runtergeladen. Ja, das ist halt mein Arbeitsplatz und den muss man auch sinnvoll nutzen und entsprechend behandeln. So, jetzt gibt's erstmal das hier. Und ja, ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Ich denke nicht, dass ich mit der Leistung unzufrieden sein werde. Die reicht für mich aus. Ich muss ja keine Megaprojekte machen. Ja, hab dann halt noch so ein mageres Mindestding hier dran gehangen, wo man halt alles reinstecken kann. Da bin ich eigentlich auch schon durch hier. Hab noch meine Fossil Smartwatch, die ich immer vergesse zu laden. Deswegen ist jetzt leer. Da sind wir halt auch komplett durch jetzt mit meinem feinsten, oh, ja, ich akzeptiere es doch, mit meinem feinsten Setup habe ich jetzt eigentlich alles gezeigt und nichts ausgelassen, was ich so an Equipment und so halt habe, Unterhaltungselektronik, was interessant sein könnte, weil das interessiert ja die Zuschauer immer sehr, was so die YouTuber verwenden, ist ja bei mir genauso, mich interessiert das ja auch sehr von den Leuten, die ich mir selbst anschaue und na, ich habe euch nichts vorenthalten. Was haltet ihr von meinen von den Sachen, die ich habe, was gefällt euch nicht? Gefällt euch der PC? Die Einrichtung? Achso, der Schreibtisch, den habe ich eigentlich auch noch komplett vergessen. Den hat mir mein Vater geschenkt, der kostet fast 1500 Euro. Den, ja, das habe ich mich damals sehr gefreut. Das war wirklich schön. Mit dem Container zusammen, der auch nochmal 500 Euro fast kostet, da wurde mir eine große Last von den Schultern genommen. Echt ein geiles Ding. Ein Riesenteil. Passt halt auch alles drauf. Jetzt habe ich für mich wirklich privat meinen perfekten Arbeitsplatz gefunden. Ich weiß, die Kabel sehen immer noch beschissen aus. Ja, Akustikmatten hier so schön alles gemacht. Der Ton ist auch wirklich gut hier. Ihr hört ja auch kaum einen Hall. Ja, jetzt muss man nur noch hier aus dem Arsch kommen und produzieren. Es gibt keine Ausreden mehr, warum ich irgendwelche Dinger nicht zusammenschneide oder so. Aber ehrlich gesagt könnte man mit diesem PC hier so gut wie nichts machen. Ja, ist auch klar. Das ist ein lahmes Schwein. Aber mit dem hier wird jetzt eine neue Ära angetreten. Wow. Naja, mal gucken, was rauskommt. Jedenfalls hält mich jetzt nichts mehr daran, feine Sachen zu produzieren, die auch mal den einen oder anderen Schnitt mehr drin haben, ohne dass ich 3000 Jahre warten muss, bis das Video fertig gerendert ist. Und ja, schaut immer schön brav meine Werbung an, damit ich mir endlich die Kamera kaufen kann. Ich habe euch alle lieb und ich hoffe, euch hat es hier gefallen. Danke fürs Anschauen und tschüss.